Die Thomaskirche zu Leipzig. Seit fast 800 Jahren ist sie die Wirkungsstätte der ältesten kulturellen Institution der Stadt. Thomaner Chor und Messe sind seit Jahrhunderten zu Synonymen für Leipzig geworden. Auch heute noch singen hier unter der Leitung ihres Kantors 90 Thomaner. Auch der 16. Kantor, der Leiter des Kirchenknabenchors also, ist ein Besessener. Darin steht er seinem Vorgänger Johann Sebastian Bach kaum nach. Sebastian Krumbiegel von den Prinzen und Biller sind befreundet. Beide sind ehemalige Thomaner und Autonarren. Und wie Bach ist Biller nicht einfach nur Musiker und Schöngeist, sondern auch ein höchst lebensverbundener Mann. Er liebt neben alten Autos Frauen und Wein. Fast genauso lieb wie der alte französische Citroën CV, die berühmte Ente, ist dem Thomaskantor sein Cowboyhut, das Geschenk einer Kirchengemeinde in den USA. Doch das sind schon die einzigen Extravaganzen, die sich Biller leisten kann. Denn die Arbeit frisst ihn auf. Und vor ihm liegt dazu noch das große Musikereignis zu Bachs 250. Todestag, das Bachjahr, zu dem die Welt nach Leipzig schaut. Es ist der 2. September, ein neuer Jahrgang Thomaner wird eingeschult. Die Kinder verlassen ihre Heimatorte, ihre Elternhäuser, um ein anderes Leben zu beginnen, im Alumnat, dem Schülerwohnheim der Thomaner. Auf den Tag genau vor 34 Jahren kam Georg Christoph Biller an der Hand seiner Mutter hierher. Damals war er gerade 9 Jahre alt. Und wie immer, wenn die aufgeregten Neuen kommen, fühlen sich die älteren Thomaner ein Stück erwachsener, abgeklärter. Ich sing den einmal vor, vielleicht kennen den auch schon viele. Und dann machen wir mal ein kleines Wettsingen. Also wer singt eigentlich am besten? Die Eltern vielleicht sogar. Dann würden wir kurzfristig das Konzept des Thomanerchores umändern. Würden wir die Eltern hier in der Motette singen lassen. Der Kanon geht so. Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, der ist König. Wer das so schnell kann oder schon kennt, macht gleich mal mit. Und froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, der ist König. Die waren ganz gut. Also bei mir selbst war das am 2. September 1965. Erdrutschartig. Ich hatte selbst das betrieben, im Unterschied zu vielen anderen, wo die Eltern eben sagen oder ein Verwandter oder Bekannter sagt, der soll Thomaner werden. Meine Eltern haben sich gefreut, als ich schon mit 5 Jahren den Wunsch äußerte. Und ich habe es aber dann immer wieder mit Vehemenz vertreten, ich will Thomaner werden. Und als ich dann tatsächlich angekommen war, dann wurde mir auch so schlagartig klar, und sicher sind meine Züge auch entgleist, was ich da eigentlich vor mir habe. Und so ergeht es auch dem kleinen Falco. Hier mit deinem Mitschüler. Ich weiß nicht genau, in welchem Bett. Ich tue aber noch. Thomaner sein ist wie ein Beruf. Die kahlen Zimmer erschrecken auch. Und das Glück, angenommen zu sein, weicht erstmal Angst und Heimweh. So ist eine Neuerung, dass du hier mit deinen Freunden schläfst. Denn vorher war es so, dass, und das ist auch in anderen Schlafsälen so, dass immer jede Altersklasse hier vertreten ist. Da schläft zum Beispiel da hinten die 4., daneben schläft mal eine 8. Klasse und dann schläft mal eine 10., dann hier wieder eine 5., ja, damit die Größeren auf die Kleineren so ein bisschen aufpassen können. Das ist bei uns hier im Chor ganz wichtig, dass die Größeren, also ich, auf dich, du bist ein Kleinerer, so ein bisschen aufpasse. Dann die Angestellten des Chores, wenn, das machen, wenn die das machen müssten, das wäre ein bisschen schwer, ne? Wenn jeder gucken müsste. Und so machen wir das. Aber es hat sich bewährt. Auf einmal begreift man, es gibt kein kuscheliges Kinderzimmer mehr. Eltern und Geschwister sieht man nur noch selten. Aber das neue Leben wird auch eine eigene Faszination haben. Noch weiß das Falco nicht genau. Naja, es ist schon ein anderes Gefühl, wenn man dann so in einem anderen Haus ist und dann genau weiß, dass man dann für lange Zeit hier bleibt, ist dann schon komisch. Wie gesagt, Biller erging es einst nicht anders.
Ich kann die Jungs sehr gut verstehen und verstehe auch viele Schwierigkeiten, die am Anfang auftreten. Wenn wir allerdings merken, noch nach einem halben Jahr, das klappt bei dem Jungen überhaupt nicht, die Schule klappt nicht, im Chor kommt er nicht richtig klar, dann trennen wir uns wieder von dem. Nicht nur aus der Einsicht, dass er für den Chor nicht viel bringen wird, das kann sich manchmal auch noch ändern durch einen Sprung nach vorn, sondern weil wir vor allen Dingen im Auge haben, dass er für sich selbst dort nichts gewinnt, sondern Schaden nimmt wahrscheinlich. Und da gibt es ja ganz verschiedene Typen. Es gibt diese sehr aufgeweckten, kommunikativen Typen, die fühlen sich pudelwohl sofort. Denen geht es viel besser, als wenn sie zu Hause so ziemlich alleine sind. Sie haben ja dauernd Action um sich und das ist das, was sie wollen. Und dann gibt es den entgegengesetzten Typ genauso oft, der eigentlich viel mehr allein sein will, für den das immer zu unruhig ist, zu öffentlich. Und für den ist zu wenig Gelegenheit, für den ist zu wenig Nische da, wo er sich verkriechen kann. Das ist aber in jedem Internat so. Da müsste man sozusagen noch 3 solche Gebäude dran bauen, um etwa das zu schaffen, und man hätte es immer noch nicht. Das ist ein hoher Preis, den die zahlen. Aber wir wollen auch auf die nicht verzichten. Das sind oft gerade die sensiblen, kreativen Typen, die leisten einen wichtigen Beitrag, aber mit einem hohen Preis bezahlt. Professor Biller fühlt sich in erster Linie als Kirchenmusiker und damit den großen Traditionen des Chors verbunden. Der war in der DDR langsam verweltlicht. Vielleicht ist es sogar Billers größte Leistung, dass er die Motette, den mehrstimmigen Chorgesang ohne Instrumentalbegleitung, wieder eng mit der Liturgie des Gottesdienstes verband. Die Thomaner singen regelmäßig mittwochs und an den Wochenenden in der Thomaskirche. Zusätzliche Feiertagsauftritte und Konzertreisen gehören genauso zu ihrem Alltag, zum Dienst. Nicht nur Bachs Werke pflegt der Thomaskantor, er interpretiert sie auch immer neu. Wie hier in der russisch-orthodoxen Kirche von Leipzig stehen Chorgesänge von den gregorianischen Traditionen bis hin zur Moderne auf dem Programm der Sängerknaben. Zum Leben der Jungen gehört, dass sie von klein auf Ämter haben, dass sie für ihren Alltag und für die Vorbereitung und für den reibungslosen Ablauf der Auftritte vor allem selbst verantwortlich sind. Jahrhunderte hat sich der Thomaner Chor eine dankbare, treue Hörergemeinde erhalten. Freiburg an der Unstrut. Georg Biller kommt aus einer der schönsten Gegenden Deutschlands. Wären da nicht Leipzig und der Chor, hier würde er gerne leben. Ich bin ja wenig Kilometer von hier entfernt geboren, in Nebra. Aber die interessantere Stadt noch hier im Unstruttal ist natürlich Freiburg mit einer großen Geschichte, mit einer sehr schönen Kleinstadt, mit dieser Miniatur vom Naumburger Dom und natürlich mit dem Unstrutwein. Man ahnte es schon bei Auto und Cowboyhut. Biller ist wie wohl jeder gute Musiker. Ein Mensch, der die hehre Kultur nicht als unantastbares, einseitiges Heiligtum ansieht. Also spielt er auch schon mal die Beatles auf einem verstimmten Kneipenklavier. Einfach so, weil das Ding da rumsteht und er Spaß daran hat. Der Pfarrersjunge begann früh als Sänger, wurde Thomaner,
und lernte im Thomanerchor als Präfekt das Dirigieren. Er studierte Musik bei Kurt Masur, dazu Gesang. Später leitete Billa den Gewandhauschor, wurde zu einem international begehrten Gastdirigenten und Oratoriensänger. Angefangen hat das alles in Nebra, genau gegenüber dem Geburtshaus von Hedwig Kurz Mahler, im musikalischen Pfarrhaus des Städtchens. Hier wuchs der Junge mit einer christlichen Erziehung auf und so blieb es nicht aus, dass er sich schnell für Kirchenmusik interessierte. Heute spielt er mit seiner Verlobten an der alten Orgel Bachs Gott lebet noch. Ein bisschen wie einst Johann Sebastian Bach selbst und seine Anna Magdalena. Die Pfarrkirche von Nebra war auch der erste öffentliche Auftrittsort des kleinen Georg Christoph Biller. Sich an einem solchen Platz die ersten musikalischen Sporen zu verdienen, gräbt sich schon ins Gedächtnis ein. Also ich glaube, es war in einer Christvesper, wo ich das erste Solo gesungen habe, Ich stehe an deiner Krippen hier, von Bach. Ich stehe an deiner Krippen hier, o Jesulein, mein Leben. Damals natürlich als Sopran eine Oktave höher. Und 42 Jahre später wird Biller Thomaskantor. Es ist heute unter uns Herr Georg Christoph Biller, der im Einvernehmen mit dem Kirchenvorstand der Thomas-Matthäi-Gemeinde durch den Rat der Stadt Leipzig zum Thomaskantor berufen worden ist und der heute in sein Amt eingeführt werden soll. Das war merklich der glücklichste Moment in Billers bisherigem Leben. Dass er dieses höchste Amt seiner Art anstreben wollte, hatte er schon als Thomaner gewusst. So wie er mit 4 Jahren völlig davon überzeugt war, einmal Sängerknabe in Leipzig zu werden. Damals hatte er eine Rundfunksendung mit dem berühmten Chor gehört. Und immer wieder wurde er für seine Ideen belächelt oder sogar ein wenig für hoffärtig gehalten. Inzwischen kennt er die Bürde des Ruhms, weiß, wie schwer es ist, seinen Platz zu behaupten und dabei glücklich zu bleiben. Profilneurose gegenüber meinen Vorgängern habe ich nicht. Jeder meiner Vorgänger hat Schwierigkeiten in dem Amt gehabt. Es liegt einfach in der Konstellation. Auch Bach hat Schwierigkeiten in dem Amt gehabt. Umso bewundernswerter, was er dann geschaffen hat. Nicht? Also das, allein das kann man sich gar nicht zusammenreiben. Dieser Haushalt dort am Thomaskirchhof, die vielen eigenen Kinder, die vielen Thomaner, Studenten, was dort für ein Lärm gewesen sein muss und dann diese göttlichen Werke zu schaffen. Oder oft, vielleicht ist er auch dran verzweifelt, dass es eben nicht gut klang, was die machten, oder seine schweren Kantaten, die mit einer Probe am Sonnabend dann am Sonntag früh gleich stehen mussten, vielleicht gerade Sonnabendnacht fertig geworden, das wird wahrscheinlich eben ganz schön an die Nerven gegangen sein. Aber er hat unverdrossen das niedergeschrieben, was für ihn innere Verpflichtung war. Und das finde ich bewundernswert. Und jetzt damit irgendwie einen Wettbewerb anzufangen, das ist völlig aussichtslos. Aber ich trage eben mit kleinen Stücklein auch zu der Stimme des Thomaskantors aus dem 20. Jahrhundert bei. Möglicherweise wird das im 21. Jahrhundert auch noch ein bisschen anders klingen. Und so tragen Biller und der Thomanerchor Bachs Vermächtnis in die Welt. Hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Und sind in allen Kulturkreisen gern gesehene Gäste.
als musikalische Botschafter zwischen Tradition und Moderne. Hoch gefeiert überall, wo sie auftreten. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Egal ob im Schmelztiegel New York, dem Herzen der Welt, oder in Tokio. Die Japaner sind nicht nur geradezu verrückt nach Sumo-Ringern, sondern auch nach Bach. Und selbst für die Wiener, die mit ihren Sängerknaben sozusagen eine direkte Konkurrenz pflegen, ist der Thomaner-Chor aus Leipzig ein Begriff für musikalischen Hochgenuss. Vom göttlichen Glanz der Knabenstimmen schwärmt man hier. Beinahe wäre ein Traum wahr geworden, der geradezu einmalig schien. Der protestantische Thomaner-Chor sollte in Rom auftreten, im Zentrum des Katholizismus, im Vatikan. Doch nicht alle Träume werden immer sofort wahr. Nach Italien, dem Land der schönen Stimmen, fuhren Biller und sein Chor dennoch. Milano, Mailand, in der Poebene, Italiens bedeutendste Handelsstadt, vielleicht die einzige wirkliche Großstadt, hatte die Leipziger Thomaner eingeladen. In der berühmten Basilika di San Marco sollten die Jungen gemeinsam mit dem mitteldeutschen Kammerorchester auftreten. Hier, wo Mozart einst spielte und wo nach seinem Tod dessen Requiem uraufgeführt wurde. Die Jungen scheinen aber von solchem Ruhm überhaupt nicht beeindruckt. Sie sind ganz normale Kinder. Und Reisen in die Welt sind für sie augenscheinlich bessere Schulausflüge. Erst wenn die Proben beginnen, fängt für sie so etwas wie der Ernst des Lebens an. Sagen wir zumindest die Vorstufe davon. Ganz konzentriert sind die Jungen noch immer nicht bei der Sache. Dabei wird der Abend einer der ganz wichtigen Auftritte für sie werden. Die Basilika im Zentrum von Mailand ist seit langem ausverkauft. Das Konzert heute Abend ist ein gesellschaftliches Ereignis. Noch aber ist Zeit bis 20 Uhr. Gelegenheit, die Santa Maria delle Grazie zu besichtigen mit Leonardo da Vincis frisch restauriertem Abendmahl. Oder das Castello Sforzesco. Oder es ist Zeit für einen Spaziergang im Grünen. Oder eben einfach für einen Schaufensterbummel in der wohl wichtigsten und reichsten Modestadt der Welt. Die Stadt der Stilisti di Moda, der großen Designer. Und dann ist es soweit. Jetzt bleibt auch Georg Christoph Biller nicht mehr ruhig. Er kann seine Nervosität kaum noch unterdrücken. Bis zuletzt haben sich die Jungen in einem der Nebenräume eingesungen. Das Publikum ist höchst erwartungsvoll. Das Gefühl, wir können's und wir brauchen jetzt einfach nur Intensität, Freude in die Musik hineinbringen. Macht ihm keine Sorge, dass die Jungen am Vormittag mitunter nur recht unkonzentriert geprobt haben? Das ist immer ein Problem bei den Jungs, dass die natürlich so aufmerksam sind, wie eben 10- bis 18-Jährige aufmerksam sein können. Die Größeren natürlich viel mehr. Die Kleineren muss man immer ganz schön am Bändel halten. Aber das ist eben die tägliche Arbeit.
Für die Schönheiten der Kirche hat jetzt wohl nur noch das Publikum ein halbes Auge übrig. Selbst die sensationelle Skizze von Leonardo da Vinci, die erst vor kurzem unter dem Putz entdeckt wurde, ist für Biller nebensächlich. Er wird sie sich erst nach dem Konzert anschauen. Jetzt zählt nur noch eins, der Abend. Im Publikum sitzen auch die unerbittlichen Kritiker von Milano, die selbst von den Sängern der Scala gefürchtet sind. Und die Akustik in der Basilika di San Marco ist fremd und nicht ganz einfach. Doch Billers Konzentriertheit überträgt sich. Und dann? Das Konzert wird zum grandiosen Erfolg. Am nächsten Tag werden die Feuilletons schwärmen. Il canto divino, vom göttlichen Gesang der Knaben. Aber noch ist Nacht in Milano. Der zerrissenen Stadt der Reichen und Schönen und der Verlierer. Wieder in Leipzig angekommen, geht der Alltag weiter. Wieder mal Termine besprechen. Aber nicht mehr für dieses Jahr. Nee. Für übernächstes Jahr, da ist eine Anfrage für Nürnberg für den 27.06. in der Nürnberger Orgelwoche. Sehr interessant, aber sehr schwierig, weil bei uns die Ferien am nächsten Tag beginnen. Und ich würde dem Herrn Dr. Fellner gerne absagen, weil wir dass dann das Abschlusskonzert nicht hier machen könnten, es sei denn, dass wir noch eine andere Lösung finden. Biller und sein Geschäftsführer und Organist Stefan Altner sind alte Thomaner, die in ihrer Kindheit durchaus auch gestritten haben. Wer hat damals wen verprügelt? Logischerweise der ein Jahr ältere, den jüngeren, aber ich kann mich nicht erinnern. Er behauptet, dass er mir mal eine gedachtelt hätte. Ich kann mich daran nicht erinnern, also muss es sehr marginal gewesen sein. Aber wie das so ist, wird ewig so bleiben. Ein Thomaner-Leben ist ja immer ein Kastenwesen aufgebaut. Derjenige, der ein Jahr älter ist, wird immer der Ranghöhere bleiben. Da es nur noch Thomas Kantor ist, natürlich selbstverständlich die ranghöchste Form in Deutschland. Erinnert sich Professor Biller noch an die genauen Umstände? Nicht mehr genau. Also auch dieses Wort verprügeln ist unangemessen. Es war also eine Ohrfeige, gedachtelt, die mir dann peinlich war. Aber offensichtlich saß sie nicht genügend, denn er kann sich ja nicht erinnern. Die Regeln im Alumnat muten Außenstehende ein wenig seltsam an. Vielleicht wie fremde Familienspiele. Professor Biller hat Geburtstag. Nach dem Ständchen gibt es ein Feiertagsessen. Oder was den eher genügsamen Thomanern dafür gilt. Hier gibt es sogar eine eigene Binnensprache. Cötus, Köter, Profectus, Quaestor.
Alles noch abgeleitet aus der früheren internen Umgangssprache der Thomaner, dem Kirchenlatein. Und es gibt eben seltsame Rituale, die den Zusammenhalt festigen sollen. Ich bin die Vorspeise. Ich bin das Hauptgericht. Ich bin die Nachspeise. Wir bedanken uns für das sehr gute Essen. Es hat uns gut. Übrigens, ehemalige Thomaner glauben wirklich, dass ihnen solch Regelwerk geholfen hat. Wenn man hierher kommt, wenn man die ganze Woche im Internat ist, ist Heimweh am Start und da gibt es viele Tränen und viele traurige Momente und da braucht man immer irgendjemanden, der einen hilft. Warum hat Sebastian Krumbiegel von den Prinzen durchgehalten? Ich denke, weil man das will. Und also ich weiß nicht, ob man als Kind so viel drüber nachdenkt, dass man selbst den Ehrgeiz hat, das zu schaffen. Das sieht man, glaube ich, auch gar nicht unbedingt so als Zehnjähriger, sondern ich denke, dass man reinwächst und dass man doch am Ende irgendwie eine Art Familiengefühl entwickelt in diesem Chor, in diesem Internat, auch wenn sich das ein Außenstehender schlecht vorstellen kann. Auch Krumbiegel ist überzeugt, Thomaner bleibt man ein Leben lang. Einmal, da hatte ich Glück gehabt. Ich hatte schon geschlafen und die anderen, die waren noch munter und da kam einer rein, einer, der war schon fast eingeschlafen, hat zu dem gesagt, schläfst du schon? Nein, du schläfst nicht. Und er hat den dann aus dem Bett rausgezogen, einfach. Da findest du schon ärgerlich, ne? Ja, und dann mussten sie noch Sport draußen machen. Wahrscheinlich aber wird sich auch Falco später vor allem an die guten Momente im Chor erinnern und ein Leben lang stolz Thomaner sein. In der Motette singt er schon mit und er hat sogar schon einmal in kühnsten Träumen kurz überlegt, ob er nicht eines Tages selbst Thomas Kantor werden sollte. Wahrscheinlich wird die Thomaskirche auch noch weitere 800 Jahre existieren. Und mit ihr der Thomanerchor und die Thomaskantoren. Wie der 16. Bach-Nachfolger Georg Christoph Biller. The bats are in the belfry. La Dou is on the moor. Where are they? Thomaskantor ist ein Vollzeitjob. Rund um die Uhr. Wenn Professor Biller durch die Stadt geht, um sich zu entspannen, kann er ganz sicher sein, dass er schon nach wenigen Schritten auf Bekannte trifft. Ehemalige Thomaner, Politiker, Sponsoren. Und jeder will mit ihm sprechen. Aber Georg Christoph Biller macht es Spaß. Obwohl er sich vielleicht auch ein Leben vorstellen könnte, das ihm etwas mehr Zeit ließe. Für seine Verlobte, für eigene Kompositionen, für ein ganz normales Leben. Doch, einmal Thomaner, immer Thomaner.